Ich bin Eveline von Dell, ich bin Künstler, ich bin auch Fotografin und mache Skulpturen. Ja, das Konzept ist, dass diese Köpfe stehen auf Bügelbretter, weil es geht um die Gedanken dieser Leute. Und Gedanken haben kein Gewicht. Erstmal, als ich anfange mit einem Philosoph, habe ich erstmal viel gelesen. Ich habe versucht zu fassen, was er vorhat mit seiner Philosophie. Und dann hatte ich Materialien gesucht bei das Gefühl, was ich bekommen habe bei diesen Philosophen. Bei Sartre habe ich Schaumstoff benutzt. Er hat eine sehr originelle Philosophie. Man wird als Kind leer geboren und was man macht im Leben, das ist, was man isst. Und deswegen habe ich auch seine Jacke sehr groß gemacht. Das sind all die Bücher, die er geschrieben hat, all diese Sachen sind hier ineinander geschoben. Erstmal habe ich gedacht, ich mache die Simone noch auf Schultern und da habe ich die kleine Simone gemacht, aber dann fand ich das doch nicht gut. Er soll doch alleine sein, weil er doch sich entschieden hatte, ich will auch alleine sein. Das ist Hannah Arendt, ihr Gesicht ist von Muscheln. Ich habe das so gemacht, weil sie sagt, Vergebung macht frei. Und das finde ich so eine leuchtende Gedanke, dass man, wenn man vergibt, wird man auch selbst frei. Ihre Haare sind von Treibholz, sie war sehr lang staatenlos, hat auch noch in Paris gelebt, war eine Judin, ist geflüchtet im Krieg, Zweiter Weltkrieg, und hat emigriert nach Amerika. Sie ist Arthur Schopenhauer. Er hat lila Haare, weil er seine Geschriften waren immer sehr zynisch und sehr voller Gift, aber auch sehr humorvoll. Deswegen habe ich noch ein kleines Lächeln um seinen Mund gemacht. Was sehr wichtig ist in seiner Philosophie, ist, dass alles in der Natur lebt zusammen und leidet auch zusammen. So, er sagt, Leben ist Leiden, aber wir leiden zusammen, also das Mitleiden miteinander fand er sehr wichtig. Mit der Ausstellung Eveline von Dell Denkinseln möchten wir Lust machen, sich mal mit einem Thema zu beschäftigen, was vielleicht mit einem großen Wort behaftet ist, Philosophie. Wir möchten einfach zum Fragen anregen und vielleicht Lust machen, sich dem einen oder anderen Philosophen genauer zu widmen. Dazu haben wir ein reichhaltiges Begleitprogramm mit verschiedenen Projektpartnern, die dazu einen ersten Anstoß geben können. Was ich schön finde, sollte, dass die Leute Spaß macht, diese Köpfe zu sehen, aber dass sie auch sich Gedanken machen darüber, über die Köpfe, aber auch über die Gedanken dieser Philosophen.